Mama, ich habe mich entschieden. Ich werde Bankerin, so wie du. Oh, das freut mich aber. Wolltest du das in meinem Alter denn auch schon werden? Ja, ich habe bei der Bank gelernt und dort gearbeitet, bis ich schwanger geworden bin. Was ist dann passiert? Ich war bei dir, abwechselnd mit dem Papa. Das heißt Karenz und dauert maximal 2 Jahre. Dann bist du in die Krippe gekommen und ich bin zurück in die Arbeit gegangen. Und hast du in der Arbeit wieder das Gleiche gemacht wie vorher? Ja, das war mir wichtig. Zuerst wollte mich der Chef bei meiner Rückkehr aber in eine andere Abteilung schicken und ich musste mich durchsetzen. Zum Glück habe ich immer Kontakt zu meinen Kolleginnen gehalten und gewusst, was aktuell in der Firma passiert. Hast du eigentlich auch Geld verdient, als ich noch ein kleines Baby war? Natürlich, ich habe zuerst Kinderbetreuungsgeld und dann zurück in der Arbeit die mir zustehenden Gehaltsvorrückungen bekommen. Das steht so nämlich in meinem Kollektivvertrag. Was ist ein Kollektivvertrag, Mama? Weißt du, der Kollektivvertrag wird von der Gewerkschaft verhandelt und regelt die Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten einer Branche. Was dort ausgemacht wird, das gilt. Ganz ähnlich, wie wir beide über dein Taschengeld verhandeln. Das gehört auch dringend erhöht. Die Gewerkschaft kämpft für stete Verbesserungen für Menschen in Karenz. Zum Beispiel bei der Anrechnung für Entgeltfortzahlungen, Kündigungsfristen und Erhöhungen der Urlaubsansprüche. Haben auch Sie Fragen rund ums Thema Karenz und den Wiedereinstieg ins Berufsleben? Ihr Betriebsrat und die Beraterinnen der Gewerkschaft der Privatangestellten Druck, Journalismus, Papier helfen Ihnen gerne weiter.